So, einen wunderschönen guten Morgen vom Grillmüller. Also schöner guter Morgen ist mallorquinisch gedacht. Herzlich willkommen bei den Playa Games, dritter Teil. Heute wird alkoholfreies Bier spendiert von Melanie Müller. Wer es schafft, innerhalb von einer Minute 4 von diesen Flaschen zu trinken, nämlich vom guten San Miguel 0,0. 4 Stück, eine Minute. Der gewinnt bei uns auf der Stelle 100 Euro. Ich probier's. Und das ist Stefan. Genau. Und das ist Nina. Hallo, guten Morgen, Nina. Hallo. Nina wird jetzt die Zeit nehmen. Eine Minute hat Stefan Zeit. Bin ich allein, hä? Du fängst erstmal an. Ach so, nicht alle gleichzeitig? Danach kommt der Nächste. Derjenige, der es als Erster schafft, der bekommt 100 Euro. Ich würde sagen, mach die erstmal alle auf. Ja. Sobald du sie aufgemacht hast und du sagst bereit, geht die Zeit los. Eine halbe Stunde Zeit, oder? Ich habe eine Frau gefunden. Oh, super. Die erste Frau, die mitmacht. Dann, die Gentlemen sagen, wenn der junge Mann das nicht schaffen sollte, dann kommt als Nächstes die junge Dame. So, das ist Stefan aus? Schweinfurt. Schweinfurt. Wahnsinnig heiß ist es. Der Flüssigkeitshaushalt muss ausgeglichen werden. Und ich würde sagen, Nina bereit, wenn Stefan bereit ist? Ich zähle von 3 runter, okay? Alles klar. 3, 2, 1, go! Jo, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da ist noch was drin. Ja. Genau, Melanie ist... So, das waren 11 Sekunden für die erste Flasche. Oh, das ist so, okay. Knallt voll auf den Magen. So, bei wie vielen Sekunden sind wir? Wir sind jetzt bei Die Reste muss er gleich noch trinken. Du musst aber zwischendurch auch rülpsen, sonst hast du da so einen Stau drin. Das kannst du auch gut. Trinkst du gleich? Hier wird nicht mal rülpsen. Ich kann so lange wegdrehen. Wie viel Zeit hat er noch? 10 Sekunden hat er noch? Los! Hier ist noch ein Stück drin. 5, 4, 3, 2, 1, stopp! Ja, das ist... Das ist unfair, weil der Schaum zusammengelaufen ist. Hör doch auf. Ich will nur nicht verlieren. Also, es war ganz knapp. Habe ich nicht geschafft, ne? Hätte klappen können. Hast es leider nicht geschafft. Du hast den Rülpser auch zwischendurch vergessen. Genau. Das wäre besser. Ja, da muss er schon mal rauskommen. Aber ich bin schon mal dankbar, dass wir dir beim Flüssigkeitshaushalt, bei der Hitze, wir haben heute 35 Grad hier geholfen haben. Na, das ist doch kein Dankeschön, ja. Recht herzliche Danke. Und jetzt kommt die nächste Kandidatin. Ich habe ein Mädchen gefunden für unsere Challenge. Wer ist denn die junge Dame? Das ist Luisa aus Aschaffenburg, sagt sie, ne? Wer ist die Luisa? Ja, aus Aschaffenburg. Luisa aus Frankfurt. Aschaffenburg. Okay, für Lisa haben wir hier 4 Biere stehen. Stimmt was nicht. Wie gut bist du denn so am Glas, Lisa? Eigentlich ganz schlecht. Ganz schlecht? Ja, ganz schlecht. Gut, wir sehen dich auch gerne verlieren. Dabei ist alles alles. So. Bist du bereit? Ja. Ich zähle von 3 runter. 3, 2, 1, go! Genau. Das Schlimmste ist ja nicht die Flüssigkeit, das Schlimmste ist die Kohlensäure. Das fängt irgendwann an, im Rachen richtig weh zu tun. Nach oben zu arbeiten. Los, komm, zieh! Ja, das ist bis fast auf den letzten Tropfen ausgetrunken. Super. Da, guck mal, das ist da ausgetrunken. Ist nicht viel, ne? Ich glaube, ich habe mal gehört, man soll die Flasche drehen, dann geht es auch irgendwie schneller. Flasche drehen? Wenn du die Flasche beim Trinken langsam drehst, zieh durch. So, wir sind jetzt bei 30 Sekunden. Du musst einmal so den Rachen öffnen, wie beim... Mensch. Vermisst du den Alkohol eigentlich sehr? Noch 10 Sekunden. Ja, los, komm. Echt? Och, Menno. Also, Hälfte geschafft. Luisa aus Aschaffenburg. Vielen herzlichen Dank. Aber die hat wenigstens komplett ausgedrungen, ja? Das musst du sagen. Okay, großartig. Wer ist denn der nächste? Ich glaube, also, du warst die Nummer 3. Du hast ja gerade extra noch eine Currywurst reingepfiffen. Markus! Mach mal halt. Lisa kriegt die Preise. Du bist wer? Jürgen. Oder was? Jürgen. Jürgen, kommst du woher? Aachen. Woher? Aachen. Aachen. Ja, ja, komm. Scheiß mal. So. Dreh die Flasche. Ja, ich probier's. Ja. So, das ist Jürgen. Gerade noch die Basis mit einer Currywurst. Und jetzt kommen hinterher 4 alkoholfreie San Miguel. Du zählst runter. Okay, fertig. Ich glaube, bei dir funktioniert. 3, 2, 1, go. Du kriegst
Löcher benutzen geht nicht, ne? Das sieht gut aus. Nein, leider nein. Also sie müssen schon aus der Flasche getrunken werden. Oh, das war gut, 10 Sekunden. Darf ich einen Spruch am Reinmachen? Willst du mit Stroh ein bisschen Mädchen jetzt geworden? Ja, also. Du bist fertig? Ja. Du wolltest hier nur was schnorren. Ja. Reicht das? Wirklich? Ja. Was war das denn gerade? Das war ein Bier auf 10 Sekunden. Du musst doch 4 trinken. Ach scheiße, dann habe ich es verletzt. Hä? Okay, ich glaube, er hat vorher nicht nur eine Bratwurst zu sich genommen. Ich sag nichts. So, dann haben wir hier den Kandidaten Nummer 4. Du bist wer? Ich bin der Benedikt. Benedikt aus? Aus Euskirchen, nähe Köln. Okay, aus dem wunderschönen Euskirchen. Ja. Also, du hast es verstanden, 4 Bier auszutrinken. Ja, ich bin nicht gut drin, aber ich probiere es. Der letzte war jetzt eher nicht so die Intelligenzbestie. Na, du beleidigst jeden Menschen, der gerade eine Wurst bei dir gekauft hat. Ja, aber er hätte doch gewinnen können, Mensch. So wie du den Zug drauf hattest. Ja, mein Gott. So, los. So, bist du bereit? Ich bin bereit, ja. 3, 2, 1, los. Uiuiuiui. Alter, Ingo 30. Das waren wie viele Sekunden? 6. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Gong. Der Kotze, der schafft 5 Sekunden. Du kannst dich entspannen, du bist erst bei 20 Sekunden. Zieh durch. Alles gut, alles gut. Natürlich. Ja, es muss drin bleiben. Einmal haben wir noch nicht organisiert. Aber die ersten zwei hat er schon ganz gut hinbekommen. Obwohl, Melanie kann schon mal die Reste zusammenkippen hier. So, wir sind bei knapp 40 Sekunden. Komm, zieh, bitte. Komm, auf. Komm, das schaffst du doch noch. 15 Sekunden hast du noch. 100 Euro kriegst du. Oh Gott. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, leider nein. Sah so gut aus. Aber erstmal Respekt, du hast richtig krass angefangen. So, wir haben jetzt tatsächlich noch ein paar Kandidaten. Hättest du gedacht, dass das so schwer ist? Ja, schon. War eine Herausforderung. Wie geht's dir? Noch gut, also aber ihr seht, ich glaube, ich muss ein bisschen ausstoßen, das wäre also okay. Das ist die Kohlensäure. So, wo kommst du her? Hamburg. Wie ist dein Name? Blocko. Blocko? Ja. Blocko. Kokosblütenkönig. Blocko, der hat übrigens das T-Shirt an, was ich hier in letzter Zeit wieder verstärkt sehe. Das ist die Fehlpressung vom Bierkönig aus dem letzten Jahr. Ich glaube, das ist original einfach. Oder genau, sie haben es vom letzten Jahr nochmal rausgeholt, weil da haben sie nämlich die deutschen mit den belgischen Farben verwechselt. 10 Euro. Kann ja mal passieren. Blocko aus Hamburg hat 1 Minute Zeit. Nina, gib den Countdown und... 3, 2, 1, los! Ja? Was ist die hamburgische Gemütlichkeit beim Trinken? So, das waren 10 Sekunden für die erste Flasche. Oh, das hat schon fast Meditatives. So, wir sind bei einer halben Minute. Da kommt Juli. Blocko, ich glaub an dich. Ja? Ich schaff's nicht. Ich hab ja auch noch. Du schaffst es nicht. Du ziehst, machst auch Ich bin so ein Mädchen, ne? Das glaube ich ja wohl nicht. Was sind hier für Schwuchteln an Bord, Mensch? Na, Junge, ich schaff's nicht. Ingo, tut mir leid. Alles gut, alles klar. Blau-Weiß letzte Bund, tut mir leid. Haben wir noch jemanden? Ihr müsst euch dafür nicht entschuldigen. Ich schaff das auch nicht. Ich dachte echt, das schon. Da geht er von dann. Ich dachte wirklich schon. Du bist wer? Ich bin der Frank aus dem Saarland, aus Neunkirchen. Frank aus Neunkirchen? Aus dem Saarland, ja. Aus dem Saarland. Ja. So, das geht jetzt langsam auch in die Kosten für Melanie, die das Bier nämlich zur Verfügung stellt. Enttäusch mich nicht. So, Nina, Countdown. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, los! Ui. Oh, 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 oh. So, das waren wieder 6 Sekunden für die erste Flasche. Da trinkt das Saarland. Okay, Melanie, du kannst schon mal den Rest zusammenmischen. Aber bitte nicht so viel daneben kippen. Na. Okay, du hast noch 40 Sekunden, alles gut. Auf geht's, komm schon, 1 Minute. Ja, ausdrücken, ausdrücken. Halbe Minute ist rum. Da gehen da noch 6 Stück rein. Alter,
Walter, herzlichen Glückwunsch. Was ist der Trick dabei? Einfach keine Luft holen. Keine Luft holen? Einfach laufen lassen. Einfach laufen lassen, okay, alles klar. Und damit hast du 100 Euro verdient. Vielen Dank. Super, herzlichen Glückwunsch. Danke fürs Mitmachen, danke für die ganzen Leute, fürs Zuschauen. Und morgen machen wir was richtig Beklopptes. Ich blende mal auf Melanie, eine ehemalige, sehr gute Freundin von dir, wird morgen einen Fan tätowieren, und zwar selber höchstpersönlich. Drei Buchstaben MIA wird sie ihm ins Knie. Und Mia macht es selber? Und Mia macht es höchstpersönlich selber. Das ganze Morgen. Mia, immer ganz, ganz tief stelle ich ihn immer rein damit in die Nadel. Ich habe meinen Mann selber tätowiert, so ein kleines Herz, er hat mich tätowiert. Du musst ganz tief stechen. Damit ich glaube an dich. Immer bleibt, oder? Es muss für immer bleiben, klar. So. Jetzt einmal noch der Schwenk auf den Babybauch. Ein Elefantenbaby. Steht ja auch drauf. Bei dir geht's auch richtig scheiße jetzt, ne? Wie lange machst du noch hier an der Playa, bis du aufhörst? Ja, ich weiß nicht. Ich habe dann 18 Uhr heute wieder Auftritt. Ich denke mal, noch so 2-3 Wochen werde ich noch durchziehen. Wenn die Wärme nicht wäre, würde es mir auch wesentlich besser gehen. Ja, okay. Es macht nur die Wärme. Also, und der Nicht-Alkohol. Wir sind bei deinem letzten Auftritt definitiv dabei. Definitiv. Wirst du dann nächstes Jahr nochmal als Sängerin zurückkehren oder wirst du dann Vollmutter oder kannst du es jetzt noch gar nicht beurteilen? Ich gebe sogar ab Ende Oktober schon wieder Vollgas. Da fängt die Abriss-Ski-Saison an und nächstes Jahr bin ich natürlich wieder sogar voll mit am Start. Krass. Aber dazwischen passiert noch einiges. Melanie Müller becomes Mother. So, also morgen 16 Uhr die Tattoo-Challenge mit Mia Julia, genauer Ort noch bekannt gegeben. Und Melanie räumt jetzt hier erstmal auf. Schön. Wir wischen jetzt durch. Tschüss.